Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, hätte ich fast gesagt. Raft. Minecraft, Raft. Minecraft, Potato, Raft. Potato. Stell dir das Projekt mal mit Minecraft vor. So ein Floß, das über Wasser fährt. Und kann auch geil sein. Machen wir als nächstes so eine Sky Map. Da muss ja auch alles. Alles ersammeln. Oh, noch eine Batterie. Wie viele Batterien wir haben. Kannst du erstmal voll machen. Kann er voll machen. So. Oh, ich finde, so ein Sortierknopf fehlt mir. Mir auch. Ah, da kenne ich mehr Spiele, die sowas gebrauchen können. Ja. Alle mit irgendwelchen Inventaren. Ja. Tatsache, das stimmt sogar. Wollen wir Tasse nach unten bringen wieder hier. So. So, die Bienchen, die machen hier auf jeden Fall richtig Action. Das ist schon mal ganz gut. Sagst du, Honig lohnt sich? Ja, weiß ich nicht. Man braucht auch ein. Du brauchst ein Glas und zwei Waben und daraus machst du zweimal Honig. Kriegst du vom Honig konsumieren das Glas dann wieder? Nee, ne? Nee. Leider nein. Leider nein. Kurz hinlegen und dann auf die Insel, oder? Leider nein, leider gar nicht. Computer oder sagt nein, ja, hinlegen. Wie ist da die Stimmung? Ich lieb. Ja. Wo hast du den? Der Hai hat gebissen. So. Wo hat denn der gebissen? Ich hab's nur rat, rat, rat gehört und knack. Rat, rat, rat und knack. Da drüben schwimmt er. Ja, ja, mit dem Holz doch zwischen den Zähnen, Zahnstocher. Ja. Da ist das Tier, siehst du's? Da vor uns. Es ist ein Warzenschwein. Mhm. Gab's Warzenschwein? Können wir das fangen? Ja, das ist dein Job, da habe ich nichts mit zu tun. Können wir es fangen? Biokraftstoff nehmen. Yay! Und rein damit. Das ist die ganz große Frage, ob wir das fangen können. Können wir es für Sklaven nehmen? Das ist wichtig. Was braucht man denn für so ein Tiernetz? Haben wir das überhaupt erforscht? Ja, muss ja. Insektennetz gibt es. Weil wir brauchen Wolle. Das heißt, wir brauchen Lamas. Und die gab es ja schon vor dem Update. Mhm. Also du brauchst einen Netzwerfer. Dafür brauchst du Schrott, Kunststoff, Metall und Bolzen. Explosives Pulver brauchst du für einen Netzkanister. Guck mal. Ja, der ist machbar. Also du kannst sie bauen. Das ist alles machbar. Den kriegen wir das hin. Kriegen wir hin. Ja, das okay, ich mach den Netzwerfer, du machst den, das explosive Pulver. Okay. Manchmal plätschert das halt wirklich. Als ob der Hai da ist, ne? Als ob er uns verrückt machen will. Das ist ein Psychospielchen von dem Hai-Boro. Er weiß genau, wie er uns kriegt. Ja. Steine und Seile. Okay. Also irgendwie ist unser Wasser salziger. Ich habe ständig Durst. Ich fülle immer nach, die ganze Zeit. Jetzt koche ich noch ein bisschen was. Brauche ich jetzt Kunststoff? Das geht ja wohl schnell hier. Kunststoff, Metallbarren und Bolzen. Bolzen haben wir irgendwo drin. Bolzen habe ich unten. Wie viele denn? Zwei. Hi. Ist er wieder. Mit der Machete musst du den nur einmal hauen. Ja, also genau. Weg. Aber ich habe keine mehr. Ich habe noch eine. Von früher. Alte Kriegswaffen. Alte Kriegs... Oh. Was willst du? Willst du hier dran? Ja. Pulver. Hast du die Metalle jetzt alle rausgeholt oder was? Hier waren keine Metalle drin. Willst du mir erzählen, unten liegt kein Eisen mehr? Wie, wo war denn das? Hier, acht! Warte, ich leg sie hin.
Ich dachte, unsere Ärzte sind alle oben. Nee, sag ich ja. So war das früher. Ja, das war mal. Früher war alles besser, Goro. Ey, und jetzt muss ich hier schon wieder das Wasser auffüllen. Die eine Wasserstation steht auch echt schlecht, weil du musst laufen, um die aufzufüllen. Welche? Nee, musst du nicht. Da, wo du gerade bist? Ja. Wenn du die Ecke hier von dem Anker nimmst, da ist ein Punkt, da kannst du Wasser holen, da hole ich hier mal. Ich laufe mir damit die Füße bunt. Ich nicht, ich stehe da immer bei. So, Netzwerfer ist ready. Was, wie viele Netzkanister braucht man denn so? Keine Munition, steht da. Achso, warte mal. Dann ist ein Netzkanister Munition. Warte mal, hier. Wo ja, wahrscheinlich. Unten, unten, unten. Guck mal. Ah ja, okay, warte, ich baue dir noch zwei. Das ist eine Gabel als als hier, Kimmel und Korn. Geil. Sollen wir damit das Schwein fangen? Jetzt war der erstmal hier. Hast und dann sollen wir hoffen, dass da ein Lama ist. Der zweite Netzkanister. Ja, was hat drei Stück jetzt. Ja, was soll uns ein Schwein bringen, Goro? Außer Fleisch. Hier aus Floß kacken. Ja, aber das Fleisch kannst du dir nicht abschneiden wie so ein Scheibchen oder das wächst nach. Dann mache ich das mit der Machete. Oh, warte, ich sollte vielleicht das Essen mitnehmen, bevor ich gehe. War noch nie gut, einfach so loszugehen. Bogen ist gespannt. Ach Mist, du hast... Was denn? Das Schwein ist böse. Okay. Willst du versuchen, du bist schon da, oder was? Willst du versuchen, es zu fangen? Ich denke, wir sollen es killen. Das killen wir? Okay. Du hast gesagt, wir sollen die Tiere killen hier. Das ist ganz schön groß. Oh, ich hab... Alter, das ist riesengroß. Ja. Mach hier das kaputt. Das ist nicht gut. Ist tot. Jawohl, dann nehme ich die bei morgens schon. Oh. Die Pfeile. Eiskalt am Backen hier gewesen. Ja, was habe ich gekriegt? Rohes Fleisch. Goro. Ja? Wee! Wir machen uns so eine Galerie mit den ganzen Köpfen von den Tieren, die wir alle gekillt haben. Rohes Fleisch. Ich lese jetzt erstmal in die Kiste. Vielleicht kann man damit irgendwas Cooles machen. Oh, rohes Fleisch habe ich auch bekommen. Und Leder. Ja, Leder habe ich auch. Alte Ledernacken. Okay. Wo ist das Fleisch reingelegt? In welche Kiste? Hinter der Kochstelle. Ah, da, ja. Okay, wir sind ja eigentlich hier, um die Bäume zu fällen, ne? Na, wir können auch ein Lama mitnehmen, so ist es nicht, aber... Ja, wenn es Lamas gibt, nehme ich ein Lama mit. Bäume kannst du nicht fällen hier. Oh nein. So. Richtig gute Bäume. Weißt du, kann riesige Palmen fällen, aber hier die Billow-Bäume kriegt er nicht kaputt. Was ist denn das für eine hübsche Insel, du? Geh links rum. Waren jetzt hier mehr Schweine oder ist das einzige gewesen? War eine Scheiße. Und dann verstehe ich, warum es aggressiv ist. Es ist das einzige Schwein, wa? Ja. Haben wir die Population wie damals bei Eco einfach ausgelöscht. Dann war's das. Dann stirbt die Insel jetzt. Goro, es sind keine Tiere mehr da. Ja. Das war in dem Spiel echt der Hammer. Aber Goro, wir haben doch nichts gemacht. Ich weiß bis heute auch nicht, was man hätte machen müssen, damit das nicht passiert. Wir hatten doch nur ein bisschen Atommüll im Boden. Goro, hier gibt's die scheiß Vögel wieder. Sogar ein schlimmer. Ich habe Bäume gefunden. Wie, es gibt die scheiß Vögel wieder, sogar ein schlimmer. Der hat einen roten Kopf und keinen weißen. Ui, 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 der ist auch deutlich größer. Ja. Was ist denn das für ein Vieh, ey? Ja. Oh, Alpha-Männchen oder was? Ja. Aua, ey. Der wirft ganze Berge auf dich. Ich habe keine Pfeile. Ich bin zu weit oben. Wenn er dich gerade fokus, kann ich dir nicht holen. Ah! Wie gut. Oh, oh, der Schlimmer. Oh, er kommt auf mich zu. Ah! Du musst ihn kiten, ich suche unser Boot. Ja.
Er geht wieder runter und holt einen Stein. Ja, lass ihn. Wo ist denn unser Boot? Haben wir den Anker doch nicht gesetzt? Was ist das? Ach, da. Ich hab ein Dings gefunden. Alpaka. Ganz oben auf dem Berg. Ich komm doch schon mal jetzt. Sogar mit Zebramuster. Oh, fuck. Oh, da oben. Lass es nicht runterfallen. Ja, der Vogel ist hier gerade. Ja, hast du deinen Bogen dabei? Ja. Hast du Pfeile? Ja, aber den treffen ist so eine Sache. Niffi, einfach mal machen, nicht immer rumbeschweren. Oh, ich treffe den nicht. Gerade gespeichert nebenbei? Kann sein. Oh, lol. Ich habe einen Pfeil so hoch geschossen, dass der wieder runtergekommen ist. Aufsammeln direkt wieder. Oh, hier auch. Wie kommt man denn da hoch? Da ist der Vogel. Aber auch ein Riesenvieh, ey. Ja. Wo ist denn der jetzt? Ach, da. Vielleicht kriege ich ihn mit meinem Speer. Rote Beeren habe ich gefunden. Sonst mal wieder einen roten Vogel machen. Ach so. Rote Beeren habe ich gefunden. Ja, hier oben war eine Kiste. So, wo ist das Alpaka? Das war da unten auf dem Berg. Das lief da rum. Ja, da rechts um die Kurve eigentlich müsste es irgendwo sein. Außer es hat sich doch in den Tod gestürzt. Ich hab's aber nicht geschubst. Ah, hier ist es. Okay, Freunde. Sehr gut. Hast du ihn? Nein. Es hat mich. Ich hab's. Ja. Oh, Samuel Different. Wir haben sogar ein spezielles Alpaka gefunden anscheinend. Ich trag's jetzt. Ich brauch Follow-up hier. Okay, warte, ich komm. Für den Vogel. Bist du auch langsamer? Ja. Ach du Scheiße. Ja, lauf, ich bin hinter dir. Ich sehe auch nix. Ach du Scheiße. Ja, geh da runter, genau. Kann ich hier so runtersliden? Der Vogel ist nach oben, du kannst ruhig gehen. Ich beobachte ihn. Er fokust mich, wenn. Ich bin der Nächste. Ich versuche zu sliden hier. Ja. Brich den Alpaka aber bitte nicht die Beine. Ich sehe so ungefähr 30 cm von meinem Bildschirm. Der Rest ist Alpaka. Mit dem hier. Vieh gleich einfach schwimmen so. Wie geht denn das? Wo ist denn unser Boot? Ich kann. Ist das nicht hier irgendwo? Ich hab keine Pfeile mehr. Es muss er rechts sein. Ich sehe es von hier. Irgendwo? Ja, weiter, ach, weiter, weiter. Da ist es. Ja, ich sehe. Da ist noch eins. Ein Alpaka. Oder ein Schwein. Ja, wahrscheinlich eher ein Schwein. Brauchen wir ein Gehege? Das weiß ich nicht, man kann keins bauen. Oder kann man eins bauen? Man kann auf jeden Fall schwimmen. Weiß ich nicht, was mache ich denn jetzt damit? Weiß es doch auch nicht, Go. Hör auf zu tragen, einfach hinlegen jetzt oder was? Es ist jetzt bei uns hier auf dem Boot. Oh nein, gleich fällt es einfach ins Wasser und ertrinkt. Dai! Nein, steckt sich erstmal das Alpaka, oder was? Gönn das sich erstmal ein Alpaka jetzt. Wie dumm guckt das bitte? Das hat auch die Zunge so draußen, ne? Da haben wir ja die riesen Schneidezähne. Hüpft das denn immer noch so rum, oder? Nee, ich kann das jetzt die ganze Zeit tragen. Ist das einfach nur noch ein Objekt? Nee, das geht hier schon noch rum, aber es hat ein Halsband. Ach so, getamed also, okay. Das findet das cool. Hier oben ist noch ein Mangobaum, aber ich habe keine Axt. Aber man wird doch wohl einen Zaun bauen können, oder nicht? Oder? Oder? Hatten wir Schmutz? Ja. Weißt du noch wo? Irgendwo in den Kisten. Ich weiß, es ist keine Hilfe, aber so ist es. Ich hab's. Das Alpaka, es ist einfach ins Wasser gesprungen. Ist es denn völlig bescheuert? Wir brauchen ein Gehege.
Geh mal hier hin. Goro. Nicht ins Wasser. Dass ich jetzt sterbe. Das wollte ich nicht. Wieso lebe ich noch? Es geht immer wieder. Es geht immer wieder. Alter. Wieso lebe ich noch? Geht das, es will sich ertränken, Goro. Ich glaube, es ist depressiv. Ich brauche Holz. Hier, nee, Holz. Das ist kein das ist ein Widder. Der ist voll süß. Der ist viel süßer als das Alpaka. Da, wo du jetzt bist? Ja. Hier unten. Ich hole mir jetzt den Netzwerfer von dir und hole das. Ja, mach das. Bring mal ein bisschen Holz mit. Ja, wenn du mir deine Axt gibst, kann ich das. Das kann ich auch machen. Moment, bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Oh, vielleicht bin ich gar nicht da, wo du bist, sondern ich bin einfach komplett auf der anderen Seite der Insel. Oh. Ich hab mich verlaufen. Warte. Oder Goro ist weggefahren, der tut nur so. Das Alpaka und ich will leben jetzt woanders. du hast mich einfach mit dem Alpaka verwechselt und dachtest, ich wäre das. Ja. Weil es so doof guckt. Ich nehm ja, was ist da los? Ah, das passt. Es hat sich hier reingebackt bei uns in den... Oh nein, es passt doch nicht, komm hoch, schnell! Ich sehe es da, wie es da rumbackt. Jetzt ist so eine kleine Box bauen. Ja. Das nützt ja nichts. Hier, warte. Hier. Warum war ein Scherwerkzeug? Da ist so eine Schere und dran. Hier. Ja, warte. Jetzt erstmal mache ich. Erstmal ganz entspannt hier. Hier das Gehege fertigstellen. Das Vieh ist nämlich lebensmüde. Ich habe ein Rezept für Pilzomelette bekommen. Es macht alles, um uns zu entkommen, auf jeden Fall. Scheint es zu hassen. Hast du noch Holz? Drei. Oh, bitte. Dankeschön. Mir fehlt ein Holz. Ich hab mein Holz. Schwimmt hier noch irgendwo ein Holz? Da hinten. Haben wir noch Nägel? Bestimmt. Wo ist das Alpaka? Ist hier bei mir. Er hat voll Panik. Wo ist das Alpaka? Das ist jetzt sein Ein und Alles. Also, das wollten wir so lange. Du. Mit wir meine ich du. Nicht. Ich hatte keine Gefühle für diese Tiere. Ich auch nicht. Weiß nicht, dass ich Tiere nicht mag, aber jetzt in-game hatte ich kein Gefühl für Alpakas, weil ich sie nie gesehen habe. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Das sind ja wohl die süßesten Tiere. Nee, der Widder, den ich da gerade gesehen habe, der war für Süße. Kannst du auch froh sein, dass ich für den Widder auch ein Gehege gebaut habe. Sogar eine Metallgabel. So, wie funktioniert das? Zielen und schießen. Also wirklich nur on point drauf zielen. On point drauf zielen. Wie darfst nicht vorbeischießen. Nicht vorbeischießen. Warst du weit weg davon oder? Nee, direkt daneben. Okay. Bei mir läuft es gerade weg, das ist natürlich ein bisschen. Nebenbei schießen ist halt blöd. Ja, der Widder ist gerade so. Ach du Scheiße! Ja, ich hab verkackt. Was brauchte man nochmal für ein Netz? Explosives Pulver, haben wir sowas noch? Nee, ich hab alles verballert. Also nee, Schleim weiß ich nicht, ob wir das noch haben. Pulver hatten wir nicht mehr. Aber du hast ja auch ein Netz verballert. Wir hatten ja drei. Ich habe auch ein Netz verballert, ja. Ich wusste nicht, dass er so lange braucht zum Schießen. Das wusste ich nämlich auch nicht. Und er so... Plump und ich so.
Das war halt auch mein Problem. Aber der zweite saß. Ja, könnte er bei mir dann auch. Ja, haben wir nicht. Oh, hier sind auch Kugelfische. Oh, das ist wichtig. Ich habe aber keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Ich weiß. Wir haben halt auch kein Holz. Oh, warte, doch, hier ist noch explosiver Schleim. Ich brenne den. Brauche ich nicht, ich brauche keine Pfeile. Ich habe den so gekitet. So, let's go. So. Ich habe neuen Schleim geholt. Aber wir haben noch Schleim. Ja, ja, aber jetzt haben wir noch mehr Schleim. Ich habe jetzt die Stretch, wie man den Kugelfisch kitet. Okay. Und dann brauchen wir Steine, das, die sind auch hier. Und dann brauchen wir noch Seile. Ich habe Besuch, Goro. Ist Lou wieder da? Der Vogel ist zurück. Oh, oh. Weil ich dann oh nein sage, wenn Lou kommt, oder was? Ja, was weiß ich, dann steht sie wieder hinter dir und haut dich oder so. Das sowieso, 24-7. Ihr habt da ja irgendwie so ein Fetisch. Das sind ja auch keine Nanoleafs in meinem Hintergrund, das ist Greenscreen. Eigentlich habe ich keine Nanoleafs, die stehen eigentlich immer hinter dem Greenscreen und boxt mich dadurch, damit man das nicht sieht. Haben wir jetzt auch welche auf meiner Amazon-Wunschliste gemacht? Was? Nanoleafs. Da aber wir ja umgestellt haben, habe ich jetzt auch eine Wand direkt im Rücken. Aber du streamst doch gar nicht. Aber die geben auch ein tolles Licht. Ja, das stimmt. Jetzt kannst du ja einstellen, wie du willst. Die viereckigen oder die dreieckigen? Die dreieckigen. Okay. Also die ohne Touch. Ja. Sind teuer, ne? Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube... Ich glaube, dem geht's nicht so gut, dem Lama. Lässt auf jeden Fall den Kopf hängen. Oh nein, muss man das füttern? Ich habe ja eine Wiese gebaut, aber das steht daneben. Und also, ich habe keine Axt mehr, also ich kann das nicht abbauen. Und ja, scheiße, ich habe die Axt. Und wir kriegen keine Items, weil das Boot nicht fährt. Das ist so ein Teufelskreis. Also ich traue mich halt auch irgendwie nicht und ins Wasser. Aber ich muss... Ach, Goro, und jetzt ist mein Dings kaputt. Ich muss den heim machen. Wenn ich mal Ruhe hab. Wo ist er? Wo ist er, der Arsch? Ich brauch Holz, damit ich die Dinger fertig machen kann, damit du das Seil kriegen kannst, damit du zurückkommen kannst, damit du den wieder fangen kannst. Shit. Nephi? Oh, ja, stirbst du? Kann sein, dass du hierher kommen musst. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, du musst hierher kommen. Bist du tot? Ja. Ich komme! Im Wasser. Oh, nee. Hallo, Widder. Kommst du freiwillig mit? Oh. Hilfe. Der ist ja gleich immer noch da. Ich laufe. Wo liegt er denn? Da, wo der Hai ist. Ja, der schwimmt ja rum. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht, warte. Kurz gucken. Ich schwimme oben an der Oberfläche. Der Hai. Na. Das wäre mega schlimm, wenn das jetzt passieren würde. Ich kann den Hai nicht... Oh mein Gott, der hat eine Ecke abgebissen. Ich habe keinen Speer. Ist Alpaka... Da ist noch... In einer Kiste ist ein Speer. In einer Kiste ist ein Speer. Ja, okay. Aber ich sehe dich nicht, Goro. Auf welcher Seite des Schiffes bist du verreckt? Da, wo das Alpaka ist. Und der Anker und dann in die Richtung bin ich geschwommen. Du bist voll weit weg, kann das sein? Ja. Warum? Weil da Holz war. Alter Goro, da muss ich den Hai erst rippen. Der hat ja eh nicht mehr viel.
Okay. Dann, Hai, komm mal her. Wir müssen dich erstmal loswerden, sonst kann ich Goroni retten. Hab ihn. Ein Schlag oder so, ne? Nee, drei oder so, Mann. Naja, okay. Hab dich da hinten, sehe ich deine Umrisse. Also in Real Life wärst du jetzt schon tot. Ja, wär ich halt wirklich. Ja, also so tief unter Wasser, da ist er. Eieiei. Mich ab. Nimm ich mit. Trag dich jetzt weiter runter. Du sollst mich nach Hause bringen. Ich leg dich jetzt auf die Insel und fahr weg. Ja, man kann ja auf Aufgeben und Wiederbeleben drücken. Dein Alpaka stirbt. Ich glaube nämlich auch. Es geht ein. Ich glaube, es braucht Freiheit. Alpaki, ist alles okay? Drücke eine beliebige Taste. Achso. Ich bin wieder da. Alles ist gut. Nichts verloren. Erst was trinken. Ich brauche nämlich eine Planke für den Schleim, damit ich dir das Pulver machen kann. Hast du die Axt? Ja, ich gehe jetzt eben Holz holen. Nee, einmal hier den Baum fällen hier. Achso. Sollte man Holz kriegen? Ja. Kriege ich nicht. Also ich krieg kein Holz raus. Ja, was kriegst du denn raus? Nix. Wie nix? Ist er nicht fertig, kann das sein? Ach, dann ist er nicht fertig. Geben. Sonst einmal hier den, den, ja. Was denn? Willst du das Abacker wieder freilassen? Nein. Aber ich... Ja, ja, was? Ich hätte ihm halt das Gras noch mitgegeben, aber wir haben nicht so viele Planken. So, die Tür hier aufmachen vielleicht, damit er da wenigstens dran kann. Ja, versuch mal. Oh. Was ist ein Beyblade oder was? Das hat instant gegessen hier, siehst du? Und jetzt ist wieder gut drauf. Na. Jetzt stellst du es hier wieder rein. Ja, dann müssen wir einmal zumachen noch. Ich hab Hast du zwei Planken? Ja, habe ich gekriegt, warte. Was für Rabeneltern wir sind. Danke. Das arme so, Tier. Dann ist Ruhe jetzt im Puff. Ja, aber warte mal. Ich kann ja einfach das Holz, das Gras da reinmachen. Bei ja, ich dachte eigentlich, das wäre dein Plan. Ja, war ja jetzt mein Plan. Habe ich ja jetzt hingekriegt. Werdet im nächsten Leben bloß kein Tier, Leute. Werdet kein Tier. Hinterher landet ihr bei Goro oder so. Ein herzerfrischendes Morgen. Jetzt bekommt zurück zu der Runde. Blätter zu. Heute bauen wir ein extra kleines Alpaka-Gerege. Und dann soll ich eine Schere bauen, sagst du? Ja, dann brauchst du Metallbarren. Einen habe ich ausgesehen dabei. Damit wir versklaven können. Attaschere, Metall und eine Scharnier. Naja, gut, das ist ja. Das ist ja jetzt nicht so mega anspruchsvoll. Wir können aber auch bald weiterfahren. Die Insel hier ist fast leer gelootet, wenn wir jetzt das Holz auch gleich haben. Wenn du den Widder hast, dann ist alles gut. So, ich mach das. Den Alpaka Vogel hätte ich noch gern, weil der ist anders. Der gibt bestimmt auch ein Achievement. In den müssen wir noch platt machen. Das ist da unten fällbare Bäume. Hab ich jetzt die Wolle gekriegt? Ah, Tatsache. Ich habe das Alpaka geschoren. Geschlagen. Leer gemacht. Wir müssen jetzt die Folge beenden, aber ich gehe jetzt erst den Berg hoch. Lederbeinschützer. Rucksack! Rucksack! Hast du auch Bookworm gekriegt? Nee. Aber den hatte ich, glaube ich, schon. Ein Rucksack, sagt er. Erste, was wir bauen, Rucksack, Goro. Ja, da müssen wir das Alpaka noch 6-mal scheren, es sei denn, dann wieder gibt auch Wolle. Und dann möchte ich, also dann müssen wir auf jeden Fall ein größeres Gehege für das Alpaka machen und das saven, sodass der Hai das nicht frisst. Ach. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Alpaka, Schmalpaka. Ja, das sagst du so einfach.
Zelt, damit der Hai es nicht frisst. Weil du es so an den Rand gebaut hast, meinst du? Ja. Der Hai freut sich. Ich musste schnell reagieren. Es musste alles schnell gehen, Nefi, in der Situation. Soll ich vielleicht rumfahren mit dem Boot, da wo du bist? Nee, warte. Ich muss gleich noch auf den höchsten Berg, da ist auch noch ein Baum. Dann bin ich, glaube ich, wieder auf der richtigen Seite. Ich kann halt nichts machen hier. Ich habe kein 18 Holz habe ich gerade. Das viel. Der Vogel wirft mir einen Stein auf den Kopf. Jawohl. Mit 18 Holz. Wir müssen Pfeile machen, dann müssen wir den Vogel legen. Bevor wir weiterfahren. Hier sind überall noch Mangobäume, die geben auch noch Holz hier, warte. Und dann müssen wir das Boot mal irgendwann updaten hier. Ich hab so viele Planken, ich kann die nicht mal mehr tragen. Warte, ich muss gleich eine Ananas, Melone essen. Ja, gönn dir halt, ey. Ich muss essen, damit ich mehr tragen kann. Gönn dir halt. Und dabei noch einem Vogel ausweichen. In der falschen Richtung hier. Ach, guck mal, wir könnten jetzt auch unsere Engines mit Biogas betreiben. Geht das auch? Ach ja, die haben ja Rohre dran, ne? Die haben Rohre dran, ja. Ach, stimmt, dann kann ich das mal angehen. Dann lege ich mal Rohre demnächst. Lieber als die Batterien, würde ich sagen. Das ist. Ja. Hattest du jetzt eigentlich ein Netz? Wie ein Netz? Ja, für den Widder. Nee, das war ja die Munition, die du machen wolltest. Ich dachte, du hattest das mitgenommen. Nein, ich dachte, du hattest das fertig. Das wusste ich nicht. Um Himmels Willen. Aber der wird das unten, da muss ich nicht ganz auf den Berg rauf. Also zwei Schuss hast du. Oh, das ist... Das Luxus. Das. Aua! Oh, haben wir einen Arzt auf dem Schiff, Alter? Ja, wir haben Heilsalbe. Geil. Haben wir einen Arzt auf dem Schiff? Ja, der Vogel hat mir gerade voll den Stein auf den Kopf gewämst. Wo ist denn unser Floß? Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder. Ich bin vorhin schon den ganzen Berg runtergeslidet und habe keinen Schaden bekommen. Ich bin so weit oben, ich sehe es halt einfach nicht mal. Warte. Es regnet. Komm mal, hohe Wellen jetzt. Nicht, dass unser Alpaka wegschwimmt. Das ist unser wichtigstes Tier jetzt, wenn wir einen Rucksack haben wollen. Unser einziges Tier. Bist du dem wieder, Chris? Wenn der überhaupt Wolle gibt. Klar. Was gibt denn der sonst? Hörner. Ja, maximal zwei. Wachsen nicht so schnell nach, meinst du? Die wachsen überhaupt nicht nach. Oh ne, ist das etwa ein neuer Hai? Ah ja, der kündigt sich auch direkt nochmal an und snackt sich nochmal ein hier. Ich sehe ihn. Ich bin gleich da. Verpiss dich. Ich habe 33 Holz, Goro. Nice. Ich habe die zwei Netze in die Kiste gelegt hier. Leg dir hier in die Kiste das Holz. Okay, ich nehme die Netze mit. Ich muss hier gerade alles einsortieren, was geht. So. Netze sind gedroppt. Nice. Holz habe ich mitgenommen. Hier, Haifleisch haben wir auch hier. Können wir auch direkt wieder verarbeiten. So, hier sind noch Kokosnusssamen. Müssen noch... Ah, ne, den Baum... ist der Baum fertig? Warte, den fäll ich auch eben. So. Hier nochmal 5. Warte. Zack. Sehr gut. Dann mach ich Pfeile draus, ne? Kannst du? So, ich gehe jetzt eben die Axt noch weglegen. Den Widder holen. Den Widder versuchen zu holen. Sehr gut. Ich habe jetzt 12 Pfeile gemacht. Das reicht. Achso, warte, dann gib mir Pfeile mal direkt mit. Dann brauche ich nicht zurück. Dann kannst du ja hinterherkommen. Dann machen wir den Vogel. Also, wir haben ja schon 35 Minuten. Wir müssen ja auch mal so langsam aufhören. Ja. Ja, dann hol doch nur das Vieh. Ja, und dann Folge. Legen wir den Piep mal nächstes Mal, oder was? Gibt's ein Raid? Nächste Woche Raid.
Seid dabei. Oder ich fange den Vogel mit dem Netzwerfer und dann haben wir den für immer bei uns mit auf dem Floß und der bewirft uns die ganze Zeit mit Steinen. Nice. Aus unseren eigenen Kisten. Ich sehe. Öffne da dann. Ja. Holst du ihn wieder jetzt? Ja, ich bin auf dem Weg. Der ist halt auch einsam hier, ne? Also das ist ja, macht ja keinen Sinn, dass der hier. Nein, der muss mit. Aber wie kriege ich das? Der ist ganz schön flink so. Das war das Lama auch. Ja, Angst wieder zu verfehlen. Du hast da zwei Schuss. Hab's. Sehr gut. Dann komm. Jawohl, links, richtig so. Also rechts. Was hat so knuffige Augen? Ja, nimm's mit. Wir versklaven's. Schwimmen ist eine scheiße Idee, ne? Siehst du genauso viel wie ich? Nö, ich sehe schon, wo ich langlaufe. Ist ein kleineres Tier, muss man dazu sagen. Ja. Das ist eine Ziege. Ich sag ja, es ist. Die gibt Milch. Das ist eine Ziege? Es könnte auch. Es ist halt. Ja, ein Widder, eigentlich, dachte ich, wie in den Hörnern. Der gibt doch bestimmt. Der hat ein fettes Euter. Hat ein Euter, das habe ich noch nicht kontrolliert. Ist also ein Weibchen, du hast ein Euter. Kannst du das Arschloch eigentlich sehen? Nee. Oh. Da rein, wo machst rein? Du die Tür auf. Ja, ab zum Alpaka. Die Axt liegt in der Kiste. Achso, ist das eine Tür? Auf der anderen Seite ist eine Tür. Die musst du öffnen. Ich kann nur E drücken zum Aufhören zum Tragen. Okay. Ich mache auf, ja. Und du schmeißt das Tier rein. Los. Hat nicht geklappt. Nice. Warte. Okay. Auf. Ja. Sehr cool. Aua. Oh, okay, nächstes Mal machen wir das Ding ein bisschen größer. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt eher nicht so gut. Geht's euch gut, sagst du? Ihr habt frisches Gras da drin. Ist das überhaupt noch frisches Gras? Oder? Wenn wir die dazu bekommen, dass die sich fortpflanzen, Goro. Die beiden. Haben wir eine Alpaka-Ziege, die Wolle und Milch gibt und braucht nur ein Tier da drin. Ich würde mich freuen. Schnipp. Ich nehme ja das auch ab. Wie milkt man die denn? Was? Braucht man einen Eimer, ne? Wahrscheinlich. Eimer aus Holz. Plank und Seile. Okay. 40 Minuten hier. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge heute. Awesome viele Tiere. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.